Wer hat eigentlich den letzten Auerhahn auf der Nordhelle erschossen? Und warum steht auf dem Jagdhüttenweg keine Jagdhütte? Die Nordhelle hat mit ihren Wegen und Pfaden viele Geschichten zu erzählen. Diese Episoden gibt es nun zusammen mit imposanten Bildern im neuen kostenlosen Bildband zum Nachlesen. Für die Beteiligten ein Grund mehr, die Nordhelle in einem kleinen Spaziergang zu erwandern. So, jetzt rede ich ja nicht in meiner Funktion hier als Landrat, sondern eher als Vorsitzender vom Kreis Heimatbund. Wir haben ja das Buch gerade schon von der Kreisdirektion von mir auch bekommen. Wir versuchen ja als Kreis, also das, was wir von Amts wegen her alles machen, unsere Region hier weiterzuentwickeln. Wir haben am Freitag eine Bürgermeisterkonferenz, da werden wir auch über das Thema Tourismus ja nochmal sehr intensiv hier auch diskutieren. Ich glaube, da sind viele tolle Sachen, die wir zusammen machen, und gerade das Elbegebirge ist dort, glaube ich, Kernpunkt dessen, was bei uns hier touristisch, aber auch was halt eben Natur vor allen Dingen hergibt. Das hier ist der Auerhahn-Bergweg. Da gibt es ja auch eine schöne Geschichte in dem Buch. Geht also steil bergab, endet auch an einem Moor. Früher war da ein Knüppelweg, jetzt ist da ein Stegknüppelweg, ist, dass man einfach dickere Äste hintereinander gelegt hat. Und als wir vor 25 Jahren hier hingezogen sind, wurde mir dann erzählt, ja, da ist ein Moor, da ist ein Moor, aber da ist ein Weg und dann darfst du den Weg nicht verlassen. Und dann passierte etwas, der Dackel meines Vaters sprang von diesem Knüppelweg ins Moor rein und ich dachte, jetzt ist er weg, ne? Und dann habe ich mir aber anschließend, ich weiß nicht, ob es Hertwig oder Herr Korspeter war, mal das Wesen eines Hochmoores erklären lassen. Also da kann man, da soll man zwar nicht drauf rumgehen, aber man versinkt nicht mehr, so wie man das so aus Horrorfilmen dann kennt, wo die Menschen dann langsam aber sicher versinken. Der Geschichten- und Bildband lädt ein in eine Zeitreise in die Vergangenheit des Elbegebirges und macht mit den eindrucksvollen Naturbildern Lust auf das Erwandern der höchsten Gipfel des Märkischen Kreises. Und das Beste? Das Buch zusammen mit der Wanderkarte gibt es kostenlos in den Tourismusbüros der Gemeinden Herscheid und Meinerzhagen oder ihr sendet eine Anfrage direkt an d.krueger@maerkischer-kreis.de. Viel Spaß beim Wandern. We'll be right back.